Hallo ihr Lieben, ich habe gestern bei der lieben Darum ein Video gesehen und zwar war das ein Haartutorial und das ist eigentlich eine Frisur, die ich sehr häufig trage, allerdings in ein bisschen anderer Form und Moment. Und da dachte ich mir, weil ich das ja auch selber häufig mache, allerdings ein bisschen anders, mache ich euch jetzt aber mal ein Video dazu, wie sie das gemacht hat. Es kann sein, dass ich das noch ein bisschen abwandle, weil ich es jetzt noch nicht ausprobiert habe, ob ich es so hinbekomme. Aber ich probiere es mal ähnlich zu machen. Also, ich habe als erstes einen Seitenscheitel gezogen. Und zwar habe ich den jetzt mal auf dieser Seite. Ihr wisst, dass ich ihn normalerweise hier trage. Aber habe ich jetzt mal hier rüber gezogen, weil man mit der Seite besser flechten kann. Also ich finde, dass das schöner aussieht, wenn ich diese Seite flechte und dann so rum, als wenn ich diese Seite flechte und die so rumlege. Ja, so. Gut, und zwar kämmt ihr diese Seite, wo ihr jetzt weniger Haare habt, so ein bisschen nach hinten. Ich lege sie dann auch immer schon alle auf eine Seite, die Haare. Und dann fangt ihr an, einen französischen Zopf zu flechten. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Ich gehe mal weit zurück. Das heißt, ihr nehmt euch hier eine Strähne, teilt sie dann in drei. Wie man einen französischen Zopf flechtet, da habe ich auch ein Haartutorial zu gemacht. Da könnt ihr ja vielleicht dann einfach mal reingucken. Also die Technik ist nämlich hier genau die gleiche. So, und jetzt nehmt ihr immer eine Strähne Haare dazu. Das muss nicht ordentlich werden. Wie eigentlich alle meine Frisuren, die ich mache. Ich glaube, das sage ich in jedem Haartutorial. Aber auch einfach wirklich, weil ich es meistens schöner finde, wenn es nicht ganz so ordentlich aussieht. Das wird bei mir jetzt auch ganz anders aussehen als bei Darum, weil ich auch ganz andere Haare habe. Also wundert euch nicht. Sie hat halt viel dickere Haare. So, und ihr probiert die Haare also jetzt nicht einfach so nach hinten zu flechten, sondern so ein bisschen in einem Bogen. Also dadurch, dass ihr hier an der Seite anfangt, aber auf der anderen Seite aufhört, wird es eigentlich allgemein automatisch schon so ein Bogen. So, wenn ihr hier seid, dann diese Strähne lasse ich jetzt mal außen vor. Jetzt sind wir also hier, haben wir jetzt hier einmal so rumgeflochten und dann flechte ich einfach bis unten weiter, ganz normal. So. Befestige das mit dem Haargummi. So, dann zupfen wir den Zopf etwas auseinander, damit es einfach ein bisschen unordentlicher aussieht. So, jetzt seht ihr den Zopf. Also ihr könnt das jetzt entweder natürlich so lassen. Hier zupfen wir auch noch ein bisschen. Okay. Oder was Darum auch gemacht hat, ist, dass ihr euch das einfach hier jetzt so als Dutt so ein bisschen hinlegt. Was ich mal von einer Friseurin gelernt habe, Moment, ich mache mal eben die Strähne auf die andere Seite, die kommt gleich wieder rüber. Was ich mal von einer Friseurin gelernt habe, was ihr, ich weiß nicht, ob das bei meinen Haaren jetzt noch funktioniert, ich probiere es einfach mal. Und zwar nehmt ihr euch hier so ein Klemmerchen, so ein offenes. So, das steckt ihr dann
hinten durch euer Haargummi durch. So, seht ihr? Jetzt einmal hier so durch. Und dann rollt ihr den Zopf auf, steckt ihn durch die Haare durch und klappt die Enden um. So, und dann hält das. Also dann braucht ihr quasi nur ein Klemmerchen, das ist hier total locker und finde ich eigentlich auch ganz süß. Also würde ich jetzt vielleicht so tragen. Ihr könnt das natürlich auch wirklich in einem Dutt machen oder dann hier einfach nochmal hochstecken. So ein bisschen, das können wir auch mal machen. Und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr mit dem Pony macht. Ich mag es sogar so offen ganz gerne. Also dann würde ich den wohl auch auf der Seite tragen. Wenn ihr den hier haben möchtet, dann würde ich euch empfehlen, also das mache ich zumindest immer, wenn ich so eine Frisur habe, dass ich das Stückchen hier auch nochmal flechte. So. Und dann könnt ihr das einfach ganz locker hier so drüber legen. Und noch vielleicht mit hier hinten reinpinnen. So. Das wäre es dann. Also was ihr mit eurem Pony macht, das ist natürlich wie immer euch überlassen. Das ist, finde ich, eine ganz süße Frisur, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Also ihr könnt wirklich den Zopf dann offen lassen. Ihr könnt ihn einmal so hochstecken, wie ich euch das eben gezeigt habe. Oder wirklich in Duttform, wie Darum das gemacht hat. Ihr könnt den Pony offen lassen, ihr könnt den Pony eindrehen, ihr könnt ihn flechten, ihr könnt nur einen Teil flechten, wie ihr mögt. Also guckt einfach mal, was euch am besten steht, was euch am besten gefällt. Und das Besondere an dieser Frisur ist halt wirklich, dass der Zopf hier anfängt und so rumgeht. Das ist halt einfach wirklich das Besondere. Ich werde euch auf jeden Fall das Video von Darum noch in der Infobox verlinken, aber wahrscheinlich kennt ihr das eh alle schon. Und ja, ich würde mich natürlich auch über Videoantworten freuen oder über Fotos oder Nachrichten, ob das geklappt hat bei euch. Denn ich finde, es ist einfach eine ganz einfache Frisur, wenn man einmal diese Technik beherrscht, wie man einen französischen Zopf flechtet. Also das muss man natürlich können, sonst ist es ein bisschen schwierig. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt die Frisur. So sieht sie aus, also ziemlich wuschelig, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt was gelernt. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Oder wann ich es schaffe, es hochzuladen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!